3, 2, 1, 0. So, da sind wir wieder mit Blankos Block Party Nummer 2. Es hat gar nicht lange gedauert, bis ich das Spiel wieder reaktivieren konnte. Es hat ja nur ungefähr über 4 GB. 4 GB an Daten, also an Update-Daten gebraucht. Und schon konnte ich das Spiel starten. Ich sehe gerade, dass ich inzwischen schon 3 Skins habe. Also diese Blanco-Skin, also da, wo nichts drauf ist. Dann die mit diesem, ja, mit diesem Totenkopf-Schädel-Dings. Und dann diese hier. Und dieses Blanco, das gefällt mir jetzt am besten. Das lasse ich jetzt auch noch so. Und hab mich hier erstmal durch das Menü ein bisschen so durchgeklickt und geguckt, was es da so alles gibt. Ich habe bisher keine Übersetzung gefunden der Seite oder von dem Spiel. Also es ist alles auf Englisch. Also es ist so, ich kann Englisch, aber ich kann jetzt nicht so gut Englisch, dass ich jetzt da alles so hundertprozentig verstehe, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen habe ich bestimmte Texte aus der Q&A Seite von Blankos auch mal von Google übersetzt, dass ich genau weiß, was die da eigentlich alles sagen und wollen. Ich setze mich mal selbst wieder auf die andere Seite. So. Und während ich hier noch ein bisschen das Menü durchklicke und was da so alles gibt. Also man kann zum Beispiel fusionieren, create up again oder final fusion. A new Blanco is minted. Mind. Ja, apropos mind. Das habe ich auch, also hier ist dann meine Blanco-Sammlung, das habe ich auch inzwischen jetzt herausgefunden. Jetzt werden manche sagen, oh, das war doch klar. Ja, die Blankos sind tatsächlich NFTs. Also die sind einzigartig und sind als NFT hinterlegt. Ich habe nicht genau verstanden, ob das von Anfang an so ist oder ob man da irgendwas noch machen muss oder ob man da erst Geld investieren muss. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Aber im Endeffekt geht es tatsächlich um NFT. Ob sich der Wert steigert, je mehr Punkte, dass man spielt oder whatever, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht letztendlich wirklich ums Aussehen, um irgendwelche Skins. Man sieht ja auch gerade, man kann ja auch upgraden. Beziehungsweise das ist jetzt das Current Level, wo wir sind. Also ganz am Anfang praktisch. Und man kann es auch upleveln. Ich habe auch eine Shop-Seite gefunden auf blankos.com, wo man dann praktisch, also hier sieht man es auch NFT, also hier ist es auch eingeblendet gewesen gerade. Dann schon wieder weg. Was soll ich jetzt sagen? Ja, wo man Skins und auch irgendwelche Zusätze kaufen kann, allerdings nicht für mega Vermögen. Also ich glaube, das teuerste, was ich da gesehen habe, war irgendwas mit $20 oder noch weniger. Und es können auch Sachen ausverkauft sein. Also da es ja NFTs sind, ist ja jedes Blanco einzigartig praktisch. Und auch die Skins und auch die Zusätze sind dann mehr oder weniger einzigartig und können dann auch ausverkauft sein. Obwohl es eigentlich digital ist. Aber das ist so mit diesen Krypto-Sachen. Ich steige da auch nicht so richtig durch. Ich will hier jetzt auch keine Werbung machen für Krypto oder für NFT. Ich möchte eigentlich eher das Spiel spielen und zeigen, weil mir diese Blankos, die gefallen mir halt total gut. Und auch diese Welt und diese Welten, wo das Spiel, das ist ziemlich cute. Deswegen gibt es jetzt hier. Das ist übrigens das erste Video oder das erste Mal seit nach langer Zeit, wo ich Blanco. Wie alt ist denn das erste Video? Also das erste Video, wo ich letztendlich ja nur die Aufnahme kommentiere. Das ist schon über ein Jahr oder so. Also keine Ahnung. So, let's brawl. Stage 1 of 3. Also es sind immer 3 Spiele hintereinander. Race. Also ein Rennen wird gespielt. Was ich noch sagen wollte, das ist jetzt auch wieder eine Aufnahme, wo ich jetzt letztendlich kommentiere.
Ich habe jetzt das technische Problem mit dem Rauschen inzwischen gelöst. Also wie man unschwer hört. Und werde dann auch die nächsten Plengo-Videos, sofern ich noch welche mache, aber ich denke schon, weil ich möchte schon gucken, wie das weitergeht irgendwie, wie man das weiterspielen kann, damit OBS aufnehmen und dann auch in Anführungszeichen live kommentieren. So, wir steigen wieder aus dem Bus aus, aus dem Partybus. Und dann geht's los. Und complete a race in the quickest time. Also seid ihr dem Rennen der Schnellste. Also es ist eigentlich Sinn und Zweck bei einem Rennen. Oh, es geht schon los. Gibt's keine Wartezeit. 2, 1 und ja, uns geht los. Und ja, Kip steht da, weil ich nämlich nicht in den Pfeiltasten, sondern mit den WASD Tasten gesteuert wird. Die Pfeiltasten steuern die Kamera. Die Kamera kann man auch mit der Maus steuern. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man irgendwie schneller rennen kann, weil die anderen, die sind ganz schnell an mir vorbeigezogen, wie man gesehen hat. Ja, mit der Leertaste wird gehüpft. Ja, das ist so, sind so die ganz normalen Tastaturbelegen. Dann muss ich mal gucken, welche Richtung, weil der Pfeil zeigt an, welche Richtung. Man muss, glaube ich, alle Portale durch. Kann man auch die Treppe hoch? Oh, nee, ich muss auf die Richtung, in die Richtung. Wenn man Shift drückt, kann man angeblich schneller rennen. Das, ja, aber das habe ich jetzt an der Stelle noch nicht gewusst. Ah, gut, hier geht die Treppe hoch. Man kann anscheinend auch Welten selber kreieren. Und viel, viel mehr mit seinem Plenko hier machen, wir jetzt bloß da durch die Gegend juckeln. Zum Beispiel diese Treppengeländer kann man auch runterrutschen. Jedenfalls habe ich das ein anderes Plenko machen sehen. So, wie man es jetzt hier gerade sieht, so, da habe ich es auch probiert. Aber, nee, Scheibenkleister hat nicht so funktioniert. Man kann auch nicht ewig lange auf einer Stelle bleiben und ausprobieren, weil es ist ja ein Rennen. So, wohin geht der Pfeil? Ah, da. Ja, weil der Pfeil dreidimensional ist, ist es ein bisschen schwierig, den immer zu sehen, in welche Richtung der zeigt. Ich gehe davon aus, dass man diese Blitze auch ein... Was passiert, wenn ich in so ein grünes Ding reinkomme? Ah, okay, ich werde langsamer und dizzy. Das ist anscheinend dann doch nicht so gut. So, jetzt geht es eine Wendeltreppe hoch und da oben sind ganz viele Blitze. Ich gehe mal davon aus, dass man die Blitze einsammeln... hochgeklettert, wieder runtergefallen, dass man die Blitze einsammeln kann oder, na toll, knapp vorbei ist auch daneben, dass man diese Blitze einsammeln sollte oder kann und das dann irgendwie Punkte bringt. Also ich, es ist ja so ein Gesetz in so Videospielen, alles was man einsammeln kann, sollte man auch einsammeln. Ich habe jetzt da anscheinend ein Erfolgs... und bin dizzy und natürlich falle ich da runter, weil da geht es nicht weiter und ich muss die Wendeltreppe wieder hoch. Nur noch 30 Sekunden. Los, Kip, jetzt gibt ja mal ein bisschen Mühe. Gut, wir sind Dritter, wir sind noch am Siegertreppchen. Scheint irgendein Erfolg oder irgendwas. Clear 10 Checkpoints in Plengo. Ah, aber kein. Ah, jetzt bin ich hier. 11 Checkpoints und es sind. Die Blitze haben eine andere Farbe. Keine Ahnung, was das bedeutet, wenn man die einsammelt, aber mir läuft die Zeit davon und ich hab's nicht mehr zum Ziel geschafft, wenn es überhaupt ein Ziel gibt oder ob das immer ewig weitergeht und einfach gezählt wird, wie viele Checkpoints wir haben. Aber wir sind auf dem Siegertreppchen. Ja, das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal gut. Und ein Peace-Zeichen von unserem Plenko. Shopping Mall. Ah, man kann jetzt hier beurteilen, wie einem die Maps gefallen haben, anscheinend. So, da sieht man Shift. Da kann man sprinten und mit Space jumpen, ja. Und jetzt geht's weiter, jetzt kommt ein nächstes Spiel. Target. Destroy the most targets. Ja, no damage to Blankos. Also wir dürfen unsere Mitspieler nicht. Und wir schießen nicht, sondern wir haben da so eine Art Baseballschläger, mit der man dann rumballern kann, rumhitten kann. So, und hier gibt es 25% Bonus. Mhm.
Okay. Warum auch immer. Vielleicht, weil wir das vorherige Spiel gut geschafft haben. Wenn wir mal die anderen Blankos da angucken. Die sind jetzt schon ziemlich fantasievoll gestaltet. Sonst geht los. Oh, ist das ein trojanisches Pferd? Warum stehen die ab? Ah, die stehen in der Reihenfolge, wie sie vorhin das Rennen gewonnen haben wahrscheinlich. Und deswegen stehe ich ganz hinten. Ah, okay. Dui. Ist ja alles ziemlich low-poly, minimalistisch. Reicht das, wenn man die Ziele nur hittet? Ah, man muss sie zerstören, glaube ich. Okay. Deswegen haben wir nur S0. So. Nein, ich muss sie schon zerstören. Man muss ein paar Mal draufhauen. Also unsere Mitspieler sind keine echten Gegner anscheinend, die wo hier uns die Punkte wegnehmen können. Also wir können hier in Ruhe alles zerhitten. Ich weiß auch nicht, ob die Spiele für Anfänger noch einfacher sind. Aber wenn ich jetzt meine Mitspieler so angeschaut habe, die sind schon ziemlich schön gestaltet. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das stellenweise Profis sind, die da am Werk sind. Ja, oder die haben ganz am Anfang gleich alles ihren Blanko gestaltet. Wie das im Einzelnen richtig geht, das muss ich noch rausfinden. Oh, der Maplow und Crazy Loop, die sind ganz gut dabei. Irgendeine Stelle gefunden, wo ganz viele anscheinend sind. Aber es macht schon Spaß. Also das muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Es macht schon Spaß. Ich bin halt jetzt gespannt, ob sich das Spiel dann wieder starten lässt, weil es ist ja praktisch ein Neustart. Und ich habe ja im letzten Video davon erzählt, dass es wirklich massive Probleme gegeben hat, dieses Programm zu starten. Beim letzten Mal, beim letzten Mal. Aber jetzt lief eigentlich alles flüssig. Gut, es ist so, die warten ja diese Software auch. Die haben ja ein Interesse daran, dass die Leute spielen, weil die wollen ja Geld verdienen. Die wollen ja NFTs loswerden oder irgendwie auf den Markt bringen. Aber wie genau das passiert mit diesen NFT, keine Ahnung. Ich glaube, der hat schon wie viel? 67, 68, ach du Schande. Ja, so viel schaffen wir jetzt nicht mehr, aber es reicht für einen dritten Platz. 34 Punkte. Oh, fast hätten wir einen zweiten Platz geschafft. Aber es gibt ja noch Bonus. Natürlich für alle. Also für den. Und der hat über 100, 101. Oh, 57 Punkte. Ach ja, da kann man nicht meckern. Für ein Spiel, wo jetzt gerade mal ausprobiert wird, stimmt. Tatsächlich, diese Map hieß Trojanisches Pferd. Ah, vielleicht weil die Ziele aus Holz waren. Hm. Okay. So, dann gibt's das dritte und letzte. Ready to Race. Also das dritte und letzte ist ein Rennen anscheinend. Und da gibt es 50% Bonus. Also der Bonus steigert sich anscheinend dann auch mit jedem weiteren Spiel. Complete the race in the quickest time. Also so schnell wie möglich. Aber da werden auch immer Tricks eingeblendet. Look around above your Blanco's head. Also die Tipps werden sehr schnell eingeblendet. Das ist jetzt ein bisschen sinnfrei, die versuchen vorzulesen. Man kann es ja auch nicht stoppen oder so. Kann man da hoch? Hup, 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 hup. Nee, es geht schon los. Also, jetzt ist es ein Rennen, so schnell wie möglich. Aber wir haben jetzt alle die gleiche Startvoraussetzung. Das ist schon mal gut. Und mit Shift kann man schneller. Ich frage mich, ob die anderen
wo jetzt da so abgezischt sind, ob das abgegradete Blankos sind. Also wenn man, kann man die so upgraden, dass sie dann auch schneller sind und irgendwelche Skills kriegen irgendwie noch. Also zusätzliche Skills, das würde mich schon interessieren, weil ich kann irgendwie nicht so wirklich schnell. Also das ist jetzt die Höchstgeschwindigkeit, wo ich hier gerade habe. Das ist schon ein bisschen, ja. Das ist wie wenn man mit zu kurzen Beinen irgendwie versucht, da vor sich hin zu zückeln. Was ist das? Oh, okay. Oh, okay. Keine Ahnung, was das jetzt gerade gemacht hat. Ah, halt, da geht's nicht weiter. Da muss man auf diese Seite. Oh, oh, da vorne ist Lava und Feuerball. Das sollte man vielleicht... Ah, oh, nee. Knapp vorbei. Also, knapp vorbei ist auch getroffen. aber es gibt zum Glück einen Checkpoint. Also, man müssen nicht von, ganz von vorne anfangen. Das wäre schon ein bisschen sehr fies. Also, man kann jetzt auf die linke Seite rüber. Damit wir nicht wieder hier verbrennen. So. Alter, jetzt... Oh, das war knapp. Da bewegen sich die Wände und da werden wir zerquetscht. Autsch. Gut, nochmal. Gut, ui, das war jetzt richtig knapp. Ah, man kann auch rutschen. Dann geht's schneller. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, was... So, in die Richtung geht's weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Autsch. Ich bin nicht hoch und weit genug gesprungen. Aber noch bin ich auf dem dritten Platz. Ich glaube, wir sind auch nur zu dritt. Also man kann eigentlich gar nicht vom Siegertreppchen runter. Also man hat auf jeden Fall den dritten Platz sicher. Ich will die Blitze da einsammeln. Aber irgendwie... Jetzt habe ich das Gefühl, ich renne wieder langsamer. Obwohl ich auf Shift drücke. Und Party finished. Ich glaube, die Spiele, diese kleinen Spiele, die wiederholen sich ja immer wieder. Und dann wird man auch mit jedem Mal, denke ich mal, besser. Ah, da gab es anscheinend tatsächlich ein Ziel und in der Höchstgeschwindigkeit, wer es dann am schnellsten geschafft hat. Und aber auch in der Zeit. Also die Zeit ist ja rückwärts gelaufen. Es wäre ja logischer gewesen zu sagen, der Erste, wo dann durchkommt, hat, naja, egal. So, und Meplo ist der Sieger und das ist sein Blanko. Und das, ja, sieht ganz cool aus. Ich rate diese Maps mal. Nicht mit überragend gut, weil es ist schon irgendwie noch ausbaufähig, finde ich. Vor allem die Steuerung, aber es hat ja mit der Map nichts zu tun. Aber egal, wenn es da Skills gibt, wo man an der Steuerung, wo man dann auch rutschen kann oder vielleicht schneller ist oder sonst irgendetwas, dann werde ich das ja lernen. Und dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht. So, jetzt gibt es da noch Brawl Summary. Das sind die Rewards. Ist das alles? Sind das alles Rewards, wo ich jetzt gekriegt habe? Ja, anscheinend. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mir das nochmal in Ruhe durchlesen und alles angucken. Ja, das war's mit Plenko. Plenkos Party. Plenkos Block Party. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in einem nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und aktivieren und Glocke und ach, ihr wisst schon Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Keep Supernova over and out.